was das Revier eines legendären Tieres betreten. Welches Tier haben wir denn? Wird noch nicht angezeigt, okay. Aber ich stelle dich schon mal hier ab, damit auch wirklich nichts passiert. Ich speichere am besten auch nochmal vorsichtshalber ab. So, Moment, welche Waffen haben wir dabei? Da möchte ich gerne meine Lieblingswaffe dabei haben. Genau. Und das Gewehr. Okay, dann gehen wir mal zu dem Fragezeichen. Hier. Natürlich ist es Okay. wieder Code. Trail. Got a good head start on me. Ah, legendärer Wapiti. Da es jetzt dunkel ist, ist es natürlich jetzt schön zu sehen mit den Spuren. Und jetzt? Ah, da am Baum, okay. Ain't close. Okay, er soll nah sein. Dann bewege ich mich mal am besten nicht zu schnell. Hinten ist noch was. Ja, ihr dürft ruhig weglaufen, das ist okay. Irgendwo. Hä? Ach, hinter mir. Okay. Not far now. Okay, keine Ahnung, warum der jetzt das Lasso drin hat, anstatt sein Gewehr. Vielleicht ist das, also beziehungsweise, von der Fährte her kann ich nichts sehen. Ich sehe da hinten mehrere, aber... Das ist aber nicht der helle, oder? Ich muss doch mal mit dem Fernrohr gucken. Rocky Mountain Dickhornschaf, okay. Aber ich verstehe das mit der Fährte nicht ganz. Weil die führt mich doch eigentlich wieder zurück. Ah, ich glaube, das ist er. Leute, ich glaube, das ist er. Das sieht gut aus. Der sieht so groß aus. Ja, okay. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen, oh mein Gott. Nein! Wo ist der hin? Oh mein Gott, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich habe unendlich viel Munition verbraucht. Aber ich hab ihn. Oh, das sieht aus wie ein T, so ein richtiges Reittier hier. Ich muss hier mal... nein, nein, nein. Welche Taste war das? Nee, das konnte man, glaube ich, nur in F6 machen, oder? Mit H. Ja, doch, mit H. Das sieht krass aus. Das ist wirklich krass. So, dann muss ich mich mal ans Häuten dran machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das bei so einem Riesenviech macht.
Naja, ich habe schon eine Ahnung, aber ich möchte es nicht so genau wissen. Ja, das Geweih kommt auch noch dran. So, jetzt muss ich mal eben auf meiner schlauen Liste das Wapiti abhaken. Kompendium, das machen wir mal kurz auf. Jeder, der möchte, kann sich dann diesen Text noch mal eben durchlesen. Ist schon irgendwie ein wunderbares Tier, ne? Ich meine, es ist sowieso echt schade, dass man so viele Tiere hier töten muss. Aber ja, was will man machen, ne? Jetzt darf mein Pferd aber wirklich kommen. Ach, da bist du. Ja, Schätzelein, ich habe dich gar nicht gehört. Ich habe dich nur vorhin gehört. So, du hast das Revier eines legendären Tiers betreten. Ich habe gerade schon Tiger gelesen. Okay, wo bin ich denn jetzt gerade? Ah, das ist das Warzenschwein. Und links von mir ist der Hinweis. Dann würde ich sagen, ich steige erstmal ab, auch wenn ich den... Doch, da sehe ich den Hinweis, okay. Und speichere zur Sicherheit nochmal schnell ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt wieder. Ich habe schon wieder auf die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich gucken, was ich mitnehme, weil ich muss auf jeden Fall mein Gewehr mitnehmen. Das hat auch recht gut Schaden. Genau, das ist das Richtige. So. Oh, mein Dingsei hier. Mein Dead-Ei. Sollte ich vielleicht auffüllen. Komplett wieder her. Stärkt es ein wenig. Fügt dem Kern ein wenig Schaden zu. Ist natürlich nicht so toll. Ja, machen wir einfach alles nochmal kurz voll. Starkes Wundertonikum. Wobei mein Dead Eye nur noch so halb voll ist, aber es sollte normalerweise genügen, will ich zumindest hoffen, für dieses Tier. Was haben wir hier denn? Natürlich ist Here es we wieder are. Kot. This could take a while. Ja, rechts rum, das ist so hell. Das könnte eine Weile dauern, sagt er. Okay, da vorne ist noch was. Aua! What the hell? Ey, das ist das erste Mal. Dies leert den Kern deiner Gesundheit. Was soll ich essen? Hilfe! Ich bin vergiftet worden. Nein. Stellte der Oscar. Ah. Stellt deine Gesundheit komplett wieder her. Gesundheitserfahrung? Oh, okay. Das kannte ich auch noch nicht. Die nehmen wir jetzt mal einfach kurz durch. Hat ja schon was hier vom Junkie oder so mit den ganzen Flaschen, die jetzt vor mir auf dem Boden liegen. Aber das ist so am Pochen, das gefällt mir irgendwie so gar nicht. Okay, ich nähere mich jetzt noch mal relativ vorsichtig dem Fragezeichen. Beziehungsweise, ich habe jetzt hier ein großes Fragezeichen, als ob der mir sagen wollen würde, das Tier ist schon irgendwo in der Nähe. Ah, okay.
Aber die Schlange ist jetzt weg hier, ja. Da kommt jetzt nicht noch eine. Okay. Don't seem close. Wohin? Wohin? Da hinten ist was. Was bist du? Echt jetzt? Du bist ein schlafendes Wildschwein? Ich meine, das sah so aus, aber ich habe mir gedacht, so, nee, das kann nicht sein. Jetzt bitte nicht nochmal von einer Schlange beißen lassen. Das wäre nicht so günstig. Must be close. Es muss nah sein. Da hinten sehe ich irgendwas, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Warzenschwein ist. So weiß das. Oh, doch, ich glaube. Komm her, komm her. Du bist das doch, oder? Ja, du bist das. Das habe ich mir gedacht. Okay, Deadeye ist aufgeladen. Komm her, dann kriegst du die geballte Schrotladung. Steht aber ganz blöd dahinter, das ist nicht gut. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh nein, oder? War jetzt nicht so geplant. Ich glaube, es ist tot. Yes. Lass dich bitte nicht noch mal beißen. Mann, oh Mann, du hast mir hier aber einen ganz schönen Ärger bereitet, Kumpel. Dich müssen wir jetzt erstmal häuten. Aber da das so ein schönes Bild ist. Ja, ich möchte gerne, wenn du das schon anzeigst, möchte ich gerne ein Erinnerungsbild machen. Ich weiß, ich bin so bekloppt. Und ich werde das Ding jetzt erstmal häuten. Wo habe ich jetzt viel von dem Deadeye verbraucht hier? Perfekto! Schaffe Platz. Nein, ich schaffe keine Platze. So, jeder kann sich durchlesen, wenn er durchlesen will. Das war wieder so ein typischer Gameplayerin-Satz irgendwie. Ja, Wildschweine mag ich persönlich ja jetzt nicht so dolle, aber naja. So, wir haben schon, ich habe es jetzt etwas schnell weggeklickt, fünf legendäre Tiere. Ich bin begeistert. Achso, Schätzelein, du kannst kommen. Lass dich nicht von Schlangen beißen. Ich komme dir am besten mal entgegen, dann werde ich gebissen. Was war denn das gerade? Warum waren da Gegner hinter dir? Das fand ich jetzt aber nicht gut. Was war das? Oder bist du etwas nah eventuell an irgendein Tier vorbeigeritten? Ha, Schätzchen? So, aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Da hinten ist was. Auf dem Hügel, ne? Ja, davor noch. Ein angenagter Baumstamm. Oder auch nicht. Hat er denn was anderes gesehen?
Gebrochene Zweige. Ja, toll. Got some ground to cover. Okay. Das ist aber jetzt sicher nicht der, oder? Ja, es ist ein normaler amerikanischer. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, Fährte folgen, ja. Eigentlich bin ich auch blöd, ich hätte den ja locker mitnehmen können. Hä? Ja, die Fährte geht bis zum Wasser hier und dann. Ach, da oben, okay. Hallo Häschen, ihr seid diesmal nicht mein Ziel. Oh, okay. Natürlich. Es ist gut. Okay. Das ist super. Legendärer Biber. Das ist super. Ich kann ihn nur nicht sehen. Ja. So nah ist er dann wohl doch nicht, ne? Oder ist das vom Legendären? Ach, das ist vom Legendären, okay. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Ja, das muss er sein. Legendärer Biber, genau. Oh, komm schon, Junge. Ich glaube, er ist tot. Ja, der war jetzt wiederum einfach zu kriegen. Der ist, also für einen Biber ist der groß, aber eigentlich ist der ja sogar noch klein im Vergleich zu den Viechern, die wir die ganze Zeit geholt haben. Ich habe geäutet. So, mein Date-Eye hat sich verbessert. Ich kann nicht alle Teile des Tieres sammeln. Ich vermute, es hat irgendwie mit dem Fleisch zu tun oder so. Ich hoffe mal.
dass ich alles habe, was ich brauche. Vom Biber wüsste ich jetzt so auf Anhieb nicht, dass ich irgendwas brauchen würde zum Verarbeiten. Ich habe halt nur ja, ich habe halt nur das Fell davon bekommen. Aber ist ja nicht schlimm. Das, jetzt sieht man mich hier gar nicht mehr. So, das war also der legendäre Biber. Nachdem ich ihn dann endlich gefunden hatte, muss ich sagen, ging es ja doch recht schnell. Ich hatte mich echt darauf eingeschossen, dass ich dementsprechend genauso lange drauf schießen muss wie bei den großen Tieren. Aber das war zum Glück nicht so. Soweit ich weiß, brauchen wir nichts vom Biber, um ein Amulett oder ähnliches herzustellen. Aber es kann natürlich sein, dass wir das Fell brauchen später beim Trapper hier in der Stadt. Und da gehen wir dann aber hin, wenn wir wirklich alle Tiere soweit fertig haben oder zumindest mal einige gesammelt haben. Dann gehe ich mal dahin und frage mal freundlich nach, ob er mir irgendetwas herstellen kann oder ob er noch etwas braucht. Ich weiß nämlich jetzt nur für die Amulette beim Hehler, was da jetzt genau gebraucht wird. Das hatte ich mir extra aufgeschrieben. Ja, damit ist das Video auch schon zu Ende. Und welches Tier beim nächsten Mal dran ist, das seht ihr dann im neuen Video. Bis dann. Ciao.